just take girls that aren't me. Hey Leute und willkommen zurück bei Euro Truck Simulator 2 und wir haben das letzte Mal endlich diese Mail bekommen, die ich brauche, und zwar können wir uns jetzt die Kredite hier holen und ich hole mir 500.000 und werde mir damit schon mal einen LKW kaufen, einfach damit ich dafür da schon mal frei rumfahren kann, weil das brauche ich. Und einer wird schon mal sein, der hier. So, da kriege ich halt nochmal ein bisschen was zurück auch. Naja, hat da ein bisschen mehr Leistung. Für 105.000 kann man das mal machen. Und kaufen. So, jetzt wird wahrscheinlich wieder eine Cutscene kommen. Das heißt, es wird eine Cutscene kommen. Aber die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Oh, ein Ford Mustang GT im Hintergrund. So, das ist jetzt nämlich wichtig, dass wir den schon mal haben. Den werde ich noch nicht auf äußerlich vielleicht sollte ich auch Gas anstatt Bremse drücken. Das wäre ein bisschen vorteilhaft. Weil jetzt können wir hier in die Garage gehen. Vielleicht ist es schlauer, es eigentlich anders zu machen. Aber jetzt werde ich für 180.000 die Garage aufrüsten. Ist schon alles so, wie es sein sollte. Jetzt haben wir nämlich Platz für 3 LKWs. Und ich glaube, ich gehe gleich direkt aufs Ganze. Je nachdem, ich müsste jetzt noch, warte mal, 220.000, 234.000, ja. Oh, ein Duplex, voll, finde ich nice. Und direkt, ich versuche es jetzt einfach, ich weiß, es ist jetzt nicht sonderlich praktisch, das zu machen. Aber ich will es versuchen. Und zwar werden wir uns nochmal genau denselben kaufen. Ah, vielleicht in einer anderen Farbe. Dürfte ja nicht allzu viel kosten. Oder, warte mal, individuelle Farbe 5200. Naja, komm. Zahlen wir 650 oder so. Nee, ich lasse das so. Kaufen uns denselben LKW nochmal. So, auf den zweiten Platz. Es hat schon seine Gründe, dass ich jetzt das so mache. Also man sollte es, glaube ich, eigentlich nicht so machen, aber allerdings habe ich da gerade irgendwie Lust zu. Dann müsste ich jetzt noch knapp 120.000 über haben. Ja, ist ja gut. Ja, ich müsste dafür Cutscenes ausschalten, das mache ich aber nicht. Weil jetzt werde ich mit den restlichen 120.000 vielleicht auch ein bisschen. Ja, will ich ändern. 138.000. Der ist aber deutlich besser, deswegen werde ich auf den. Ach ne, das ist Level 12, ne? Dann kaufe ich mir nochmal denselben, glaube ich.
oder? Ich weiß nicht. Level 12, das dauert halt noch. Ich werde mir den kaufen. So, kostet dann 105. Kostet denn hier sowas? 20.000. Die habe ich mir halt gekauft als Extended Packs da. Ich finde, die sehen halt eigentlich ganz nice aus. Oder hier für unsere Dings da. Ja, komm, man muss sich auch Sachen gönnen. Kaufen. So, und das hat jetzt schon seine Gründe, warum ich das so mache. Und ich hab's mit Ei. Also eigentlich macht man es ja eher so, dass man sich's nach und nach kauft und auch nicht unbedingt mit 500.000 auf dem Kredit. Aber es hat schon seinen Grund, weil wenn ich mir jetzt die Fahrer besorge, dann sind die später richtig gut aufgelevelt und machen viel früher das Plus, was ich brauche. So. Ah, nee. Noch mehr Aufbau will ich jetzt nicht. So, jetzt gehe ich nämlich. Okay, Arbeitsagentur sollte auch aufhaben. Ich glaube, die hat von 8 bis 18 auf. Oder so. Und ich habe auch das neue Getriebe reingebaut, weil es halt deutlich besser ist. Oder es den LKW nochmal deutlich besser macht. Klar, das dauert jetzt eine Zeit, bis die Kredite abgezahlt sind. Allerdings finde ich immer noch, dass es sich lohnt. Und jetzt kann ich auch besser Geld machen. Würde ich sagen. Da habe ich zumindest das Gefühl, dass ich so deutlich mehr Geld machen kann. Okay. Der ist natürlich gut. Ja, die Fahrerbewertung lassen wir weg. Die ist nicht so wichtig. Kostet nicht so viel und macht das hier. Und wenn das alles hochgelevelt ist, dann würde ich, den finde ich gar nicht so schlecht. So, den. Kriegst den. Und ein, der Just-in-Time-Aufträge macht, finde ich auch gar nicht so falsch. Nein, klar, man hätte sich jetzt umgucken können und deutlich bessere Fahrer finden können. Aber wozu? Also, wenn die sich aufleveln, dann sind die, oder wenn die generell aufleveln, dann sind die gut. Also wirklich gut. Und vor allem, weil der eine ja auch nicht so viel kostet, habe ich da große Hoffnungen, dass der einfach richtig viel Geld raushaut, indem er lange Strecken fährt und zugleich sehr wertvolle Sachen. What? So, Sesam, öffne dich. Eingabe. Weil jetzt werde ich die Fahrer einmal anpassen. Und zwar fährt der Fernwartung zerbrechliche Frachten. Dass der darauf skillt. Und der auf Just in Time. Und ja. Es hat jetzt 9 Minuten gedauert. So habe ich das halt vor, ich würde sagen. Können noch irgendeine Fahrt schon mal machen. Von Dortmund nach Düsseldorf. Das dauert nicht so lange.
Für 17 pro ist auch das Beste. So, jetzt müssen wir natürlich noch. Oh. Na gut. Jetzt habe ich natürlich nicht für meine Firma, sondern für andere das gemacht. Das ist natürlich wieder genius. Aber naja. Kann man mal machen. So, aber jetzt hier einmal hoch und dann mache ich noch die Fahrt, dann wird die Folgezeit etwas länger, aber naja. Jetzt machen die zwar vielleicht am Anfang leichtes Minus etc. oder nur ganz, ganz wenig Plus. Allerdings, wie gesagt, leveln die, dann werden sie dahingehend stärker. Und das fast dadurch, dass sie Minus machen, machen sie nur dadurch, dass sie sich am Anfang nochmal ausruhen, beziehungsweise erstmal ankommen müssen. Und dann machen sie später auch ganz gut Plus. Beziehungsweise gut genug Plus, um erstmal die Kredite auszugleichen. Pro Tag, die kosten mich jetzt ja pro Tag 8000. Irgendwie so. Und dann, ja, später machen die noch mehr. Vor allem, wenn ich da keine Kredite mehr habe oder keine Kredite mehr auferlegen habe, dann machen sie gut Plus. Und deswegen finde ich, lohnt sich das. Und der eine Kredit dauert halt 35 Tage, bis er abgezahlt ist. Und der andere 70 Tage. Also der 400.000er 70 Tage und der andere 35 Tage. Und das geht. Vor allem, weil ich sie ja auch vorzeitig abbezahlen kann. Aber da muss man auch mal schauen. Ich mache es nicht so, als wenn ich 100.000 habe. Oder sagen wir mal, ich habe schon so abgezahlt, dass ich nur noch, sagen wir mal, 75.000 zurückzahlen müsste. Und ich habe dann 75.000, dann werde ich es nicht direkt zurückzahlen. Weil es sich dann noch nicht lohnt. Und, ja. Dementsprechend werde ich dann mal schauen. Und auch generell mit den neuen LKWs sieht es jetzt so aus. Erstmal werde ich mir keine neuen kaufen direkt. Sondern ich werde mir erst einen neuen kaufen, wenn ich meine Garage erweitere. Weil ich finde, es lohnt sich nicht, den LKW in Zahlung zu geben, beziehungsweise zu verkaufen. Ich meine, natürlich verliert man da jetzt nur ein bisschen was und macht dadurch einen stärkeren LKW, mit dem man dann wieder mehr Geld machen kann, vielleicht. Aber ich finde, es lohnt sich nicht. Da sollte man doch lieber noch einen Fahrer einstellen, den man auch hochlevelt. Und später, wenn man wirklich eine große Agentur hat, vielleicht mit einer voll aufgelevelten, einer halb voll gelevelten Garage, dann kann man das machen, dass man alte LKWs verkauft und ja, sich neue besorgt. Das ist dann nochmal was anderes, aber vor allem finde ich, sind die MAN die ersten, oder der erste, den ich mir jetzt dreimal gekauft habe. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Klar, er hat teilweise Probleme, Hang raufzukommen oder so, aber im Endeffekt fährt man fast die ganze Zeit Autobahn. Und da schafft er auch locker die 90 km/h. Und er hat jetzt auch nicht gerade so wenig Leistung. Also klar, die geringste mit. Aber ich glaube, man versteht, was ich meine, oder? Ist auch so eine Frage, die ich sehr oft stelle, aber ich kann es halt schlecht beschreiben. Er ist im Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht so schlecht. Jetzt hoffen, dass einfach keiner kommt. Ja, passt. So, jetzt hier links. Oh Gott, das war close. Macht sowas nicht nach. Steht da Radarkontrolle, okay. Ja gut, so schnell werde ich jetzt ja auch nicht. Ist
transportiere ich überhaupt? Ach, schon wieder ein Bagger. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, meine Strategie wird irgendwann aufgehen. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber generell, man kann das jetzt ziemlich gut ausgleichen, indem man einfach ein bisschen fährt. Und ein Tag in dem Spiel dauert lange. Und damit schafft man viele, viele Touren. Er fährt rein. Egal. Ja gut, vielleicht habe ich ihm ein bisschen wenig Platz gelassen, wenn man so sieht, aber so wenig nun auch wieder nicht. Egal. Überholt der mich jetzt erst und bremst mich jetzt aus, oder? Na gut, kann man auch so machen. Und ich wollte auf meinem, ich mag es auf meinem LKW Lackierungen drauf zu haben, ich weiß nicht warum. Ich habe mir auch drei Lackierungspacks gekauft, weil es war halt alles im Sale und die haben dann nur noch 49 Cent gekostet, von daher dann kann man das ruhig mal machen. Man kriegt da ja mehrere Skins für 49 Cent. Ich weiß nicht, warum man bei anderen bestimmten Spielen 20 Euro für einen Skin verlangen muss, aber egal. Die meisten kosten 99 Cent. Ne, die meisten 49, aber es gibt auch welche für 99. Ein Reifenpack habe ich mir noch gekauft. Und ja, das war's. Also im Endeffekt habe ich 2,80 Euro oder so für 4 Skinpacks bezahlt. Und das sind schon einige. Einmal Schweden, Deutschland. Skins, also nicht Skins, Lackierungen, Folierungen, wie auch immer. Und dann noch einmal dieses Natural-Teil mit den Blitzen, mit dem Wasser, mit dem Feuer und so weiter. Hat man ja auch schon einmal kurz gesehen heute. Und dann noch einmal ein Felgenpack. Warum auch immer. Also, ja, kann man machen. Ford GT scheint aber in der amerikanischen Version zu sein. Das erkennt man daran, dass bei der amerikanischen dürfen alle Lampen leuchten. Und das in Rot. Einfach, ganz normal. In der europäischen müssen die halt orange leuchten. Das ist auch nur die äußerste. Also die ganz rechte. Und nicht alle drei. Habe ich letztens gelernt. Und also ich hab's gesehen bei GCC, German Comet Gamer, macht halt BeamNG und der hat das ziemlich gut erklärt. Muss ich ja mal überlegen, ja. Muss ich dann hin? Soll ich rechts bleiben, links bleiben? Ich sehe es nicht. Rechts bleiben. Okay. Erster Aufenthalt in Düsseldorf. Direkt Stau. Ah. War klar, dass jetzt wieder rot wird. Ich überlege, ob es nicht besser ist, jetzt rechts abzubiegen. Dann links, sondern nochmal links. Dann bin ich halt aus dem Verkehr
Oh Gott, ist das knapp. Guck mal oben auf den Spiegel, da oben jetzt in der Mitte. Ja gut. Kann man machen, muss man nicht. Aber wenn die Leute zu langsam fahren. Oh, Renault-Händler. Ja, werde ich eh nicht fahren. Also, fahre ich zwar gerade, aber ist ja nicht meiner. Also wenn die Leute zu langsam fahren, dann kann ich da auch nichts für. Nicht hängen bleiben. Ich wäre jetzt fast schon eine zu früh eingebogen. Das wäre ein bisschen blöd gewesen mit Anhänger. XP lohnt sich nicht. Heißt für 15 XP so einparken. Aber man muss schon sagen, 50 XP klingt zwar nicht viel, ist in dem Spiel aber eine ganze Menge. So, T. Schon wieder ausgezeichnet, das läuft. So, wenn ich jetzt einmal. Ah, zählt ja sogar, dass ich noch in Dortmund bin. Ich habe 2,18% der Map erkundet, Alter. Krass. So, eine Sache will ich jetzt nämlich noch nachgucken. Garage verwalten. Okay, die machen gerade ihre Auftragsfahrt. Jetzt kann ich nämlich einmal ganz kurz noch zeigen. Kann ich hier ein bisschen weiter zurückfahren? So. Jetzt schlafe ich ja sozusagen. Und jetzt sieht man schon da unten Einkommen von. Also die machen jetzt gerade 2000, 3000, 3300, 3400 oder so. Und ja. Jetzt kann, ja, sieht man dreimal schlafen. Und jetzt kann man noch einmal reingucken in die Statistiken. Wie gesagt, gerade mache ich, glaube ich, nicht genug, um das sozusagen aufzuholen. Aber hier, die machen jetzt schon 5,85 € und 4,20 € pro Kilometer. Und ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Also, klar, der Profit pro Tag ist jetzt nicht so hoch, noch nicht. Aber es lohnt sich. Machen wir ich verstehe es mit dieser Produktivität noch nicht ganz. Aber naja, wie viel kostet Aufrüsten? 100.000. Ja, okay. Kann man noch einmal ganz kurz bei der Bank reingucken. Hier, hab schon einmal zurückgezahlt. Bei allem. Und ja, kann man durchaus mal machen. Ich kann hier jetzt natürlich keinen weiteren hinzunehmen, weil ich habe halt keinen ungenutzten Kreditrahmen mehr. Aber naja, dafür, ich meine, ich mache jetzt zwar momentan noch Minus in dem Falle, weil ich habe halt noch die, ne, die Dings, die ich zahlen muss, aber naja. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.